Wir alle haben lange darauf gewartet. Jetzt ist es endlich da. Tears of the Kingdom setzt der Switch kurz vor deren Ende ein beeindruckendes Denkmal. Und das, obwohl der Vorgänger vor 6 Jahren zum Launch der Konsole schon die ganze Reihe auf ein neues Niveau gehoben hatte. Damit wischt Links letztes Switch-Abenteuer jedoch in allen Belangen den Fußboden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Test zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dieses Video kommt selbstverständlich ohne Spoiler bezüglich Story und Gameplay um die Ecke, da ich euch auf keinen Fall das persönliche Erlebnis versauen möchte. Es gibt aber 5 Dinge, die diese Regel verletzen würden, die ich aber unbedingt erwähnen muss. Das mache ich daher ganz am Ende. Vorher kommt nochmal ein deutlicher Hinweis. Die nächsten 8 Minuten könnt ihr also erstmal genießen. Seit dem Ende von Breath of the Wild sind in Hyrule einige Jahre ins Land gezogen. Seit kurzem breitet sich das für die Bewohner giftige Miasma immer weiter aus. Zu Beginn sind Link und Zelda unterwegs, der Herkunft des Miasmas auf den Grund zu gehen und bringen damit ein neues Unheil ins Rollen. Kurz danach findet sich Link auf einer Himmelsinsel wieder, dem besten Tutorial eines Zelda-Spiels in meinen Augen. Anders als im Vorgänger werden wir hier nämlich etwas stärker an die Hand genommen und relativ linear an das Gameplay herangeführt. Das ist so gut gemacht, dass ich zuerst gar nicht gemerkt habe, wie linear es eigentlich ist. Bewusst wurde mir das am Ende des Anfangs, als ich mich ziemlich doof angestellt habe, indem ich, statt weiter vorwärts zu laufen, den kompletten Weg zurückgenommen habe. Schon hier wird deutlich, wie sehr sich das Spiel vom Vorgänger abhebt, denn die neuen Fähigkeiten von Link machen das Gameplay tatsächlich nochmal deutlich besser. Statt das Bekannte nur weiterzuentwickeln, gibt es komplett neue Möglichkeiten. Das von Nintendo vorher schon am deutlichsten vermarktete, ist die Fähigkeit, Dinge zu verbinden und damit alles Mögliche zu bauen. Und obwohl Nintendo das schon in den Trailern sehr deutlich gemacht hat, war mir vorher nicht klar, wie viel das verändert. Egal ob Fahrzeug, Boot, Fluggerät oder was auch immer ihr euch ausdenkt, es geht. Das potenziert die Vielzahl an Wegen, die zum Ziel führen, auch im Vergleich zum Vorgänger nochmal. Und das Erstaunlichste daran ist, dass es absolut fehlerfrei funktioniert. In 150 Spielstunden kam es bei mir zu keinem einzigen Bug. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Neben der Baufähigkeit ist Symbiose ein weiteres neues Ding, das sich vor allem dem Problem der ständig kaputtgehenden Waffen widmet. Und auch wenn es nicht alle Nachteile dieser Tatsache auflösen kann, ist es eine absolut clevere Lösung, aus dem einstigen Kritikpunkt nun ein Highlight zu machen. Jede Waffe, die Link in seiner Tasche hat, lässt sich mit allen möglichen Gegenständen kombinieren. So wird ein quasi nutzloser Stock zusammen mit einem spitzen Stein eine gefährliche Axt. Oder ein flinkes einhändiges Schwert zusammen mit einem kräftigen Zweihänder zu einer immer noch schnellen, aber sehr viel mächtigeren Waffe. Was also erstmal nur nach einer kleinen Veränderung klingt, ändert tatsächlich fast alles bezogen auf die Kämpfe. Und es macht unfassbar viel Spaß auszuprobieren, was die Auswirkungen der unterschiedlichen Verbindungen genau sind. Und dass der Deckensprung, den wir auch in einem der Trailer schon kurz gesehen haben, an wieder anderer Stelle fast alles verändert, versteht sich fast von selbst. Mit diesen Fähigkeiten ausgerüstet, verlässt man das Tutorial und betritt erstmals die Oberfläche von Hyrule. Die ist, und das war vorher mein großer Kritikpunkt, erst einmal dieselbe wie im Vorgänger. Aber Nintendo hat die 6 Jahre genutzt, um mehr zu verändern, als man auf den ersten Blick erkennt. Das Ereignis, das Zelda und Link zu Beginn auslösen, sorgt für einige größere Veränderungen, auf die ich hier jedoch nicht im Detail eingehen möchte. Nur so viel. Egal, wie viele Stunden man mit der Oberwelt von Breath of the Wild verbracht hat, lohnt es sich, jeden Zentimeter von Hyrule nun nochmal zu untersuchen. Und Nintendo hat der Oberwelt auch mehr Leben eingehaucht. Vor allem in Form von diversen Aufgaben, herumlaufenden NPC und jede Menge Items und Ausrüstungen in diversen gut versteckten Schatztruhen. Und die Krux sind natürlich auch wieder am Start. Kurz gesagt, trotz derselben Welt gibt es mehr als genug Neues zu entdecken. Und zur Oberfläche kommen ja noch diverse fliegende Inseln im Himmel dazu. Ich habe, wie schon gesagt, aktuell etwa 150 Stunden mit dem Spiel verbracht und ich gehe davon aus, dass es noch einige mehr werden, da ich vieles noch nicht zu Ende erkundet habe. Es lässt mich aber auch nach dem Ende nicht los. Apropos Ende. Erinnert ihr euch noch an den letzten Endkampf des Vorgängers und das, was danach passiert ist? Ich ehrlicherweise nur so mittel. Daher habe ich mir das, bevor ich das Skript für dieses Video geschrieben habe, nochmal angesehen. Tatsächlich war fast nichts hängen geblieben. Ich bin mir sicher, dass mir das bei Tears of the Kingdom anders gehen wird. Warum?
weil sowohl der Endkampf als auch das Ende wahrlich episch sind. Der Endkampf ist so gut, dass ich ihn in 3 Tagen 3-mal gemacht und mir das danach folgende jedes Mal komplett angesehen habe. Ich habe noch in keinem Spiel so einen perfekten Endkampf genießen dürfen. Spannend, fordernd, überraschend, abwechslungsreich. Und zwischendurch hat er mich beim ersten Mal auch kurz verzweifeln lassen. Genau so muss das sein. Und was danach kommt, ist fast noch besser. Warum? Das kommt gleich in der Spoiler-Sektion. Zuerst noch ein bisschen was zur Technik. Die war schon bei Breath of the Wild wirklich gut. Aber die 6 Jahre Zeit zwischen den Spielen merkt man sehr deutlich. Grafisch ist mal eben ein komplettes Reich im Himmel zur ohnehin schon großen Welt dazugekommen. Und alle Übergänge sind nahtlos. Wenn man mit dem Parasegel von oben nach unten oder mit einem Fluggerät von unten nach oben reist, geht das komplett ohne Ladezeiten. Mit einem unglaublichen Weitblick und im Zweifel von einer Ecke der Welt bis in eine komplett andere. Wenn man auf Schnellreisen verzichtet, dann kann man das ganze Spiel nahezu ohne Ladezeiten durchspielen. Von denen vor und nach den Videosequenzen und beim Betreten und Verlassen der Schreine einmal abgesehen. Das ist schon eine krasse Leistung. Schon gesprochen habe ich darüber, dass es keine Bugs im Spiel gibt. Jedenfalls sind mir keine begegnet. Das ist eine Leistung von Nintendo, die man gar nicht genug würdigen kann. Für mich bleibt nur ein Kritikpunkt vom Vorgänger bestehen. Die Musik. Schon bei Breath of the Wild war mir die zu eintönig und vor allem zu wenig eingänglich. Ich kann zwar grundsätzlich verstehen, warum Nintendo meint, unauffälligere Melodien passen besser zur offenen Welt. Ich sehe das aber anders. Selbst die besten Melodien der Zelda-Geschichte sind teilweise so runtergedampft, dass man sie kaum noch erkennt. Wie zum Beispiel im Dorf der Orni. Man muss schon ganz genau hinhören, um das zu erkennen, was in The Wind Waker immer noch der Ohrwurm schlechthin ist. Und trotzdem heben sich die altbekannten Melodien immer noch sehr positiv von den ganz neuen ab. Ich hätte mir einfach mehr vom alten Charme gewünscht, was die Oberwelt sicher noch etwas lebendiger gemacht hätte. Welcher langjährige Zelda-Fan erinnert sich nicht an die Ritte über die Ebene von Hyrule in Ocarina of Time? Und ein Großteil zu dieser Erinnerung dürfte bei vielen die Musik beigetragen haben. Mit etwas mehr Zelda-Flair wäre Tears of the Kingdom für mich komplett ohne einen einzigen Kritikpunkt und damit wirklich perfekt gewesen. Und das ist dann auch mein Fazit. Ich weiß nicht, wie man das noch toppen soll. Quantität, Qualität, Abwechslung, Story und die Welt an sich. Hier stimmt einfach alles. Besser geht es nicht. Danke Nintendo für das, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Und Leute, spielt es. Wenn ihr noch darüber nachdenkt, ob es etwas für euch sein könnte, vielleicht weil der Vorgänger euch nicht überzeugt hat, hört auf damit. Spielt es. Und damit komme ich zum Spoiler-Abschluss für alle, die das nicht stört oder auch die, die noch nicht überzeugt sind. 5 Punkte habe ich noch. Erstens, der Untergrund. Wenn ihr das Spiel schon gespielt habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich bisher kein Wort darüber verloren habe. Warum nicht? Weil ich es erstens nicht spoilern wollte und zweitens, der Untergrund eine komplett eigene Welt ist, die bis zum Ende des Spiels aber komplett optional ist. Man muss die Welt unter Hyrule, die bis auf die Gewässer genauso groß ist, bis kurz vor dem Ende nicht betreten. Aber wenn man es tut, bekommt man so viel Neues geboten. Mehr Ausrüstung, weitere Missionen mit Charakteren, denen man sonst nicht begegnet und nicht zuletzt die Möglichkeit, die Bosse nochmal zu bekämpfen und dafür fürstlich belohnt zu werden. Und damit, zweitens, die Bosse. Jeder einzelne ist perfekt durchdacht. Die Fähigkeit von Links Begleitern werden gezielt eingesetzt und auch wenn man hier und da frustriert sein könnte, wenn man die Strategie noch nicht raus hat, macht es einfach nur noch Spaß, wenn man es dann durchschaut hat. Dennoch sind die Kämpfe teils sehr herausfordernd. Das gilt vor allem für die neuen großen Gegner abseits der Bosskämpfe, wie die Blockkonstrukte oder die diversen Griots. Die sind auch perfekt ausgerüstet und mit mehr als 30 Herzen teilweise wirklich fordernd. Mehr als 30 Herzen? Ja, es sind im Vergleich zum Vorgänger nochmal 10 mehr geworden. Drittens, die Träne des Drachen. Insgesamt 12 Erinnerungen kann man im Spiel finden. Und ich kann jedem nur empfehlen, das zu tun. Zum einen steht danach der Weg zum Masterschwert offen und zum anderen schaltet man damit das echte Ende des Spiels frei. Und ganz nebenbei beantwortet das so Fragen wie, warum der Auslöser des ganzen Chaos Link und Zelda persönlich kennt, als sie ihn aus ihrem Bann befreien, während die beiden keine Ahnung haben, wer ihnen da gegenüberschwebt. Also,
findet die Geoglyphen und entschlüsselt die Geheimnisse der fernen Vergangenheit. Viertens, die Offenheit des Abenteuers. Die Reihenfolge, in der man die Dinge erledigt, ist komplett offen. Ich bin zum Beispiel bei der Erkundung des Himmels zufällig sehr früh im Spiel auf die Weisung aus uralten Zeiten gestoßen, an deren Ende man die fünfte Weise als Verbündete erhält. Eigentlich wird man an diese Quest erst herangeführt, wenn man die vier anderen bereits hat und einmal erfolglos versucht hat, Zelda im Schloss zu finden. Ebenso kann man das Masterschwert viel früher im Spiel bekommen, als es eigentlich vorgesehen ist. Und all diese Optionen hat Nintendo in den Dialogen untergebracht. Es gibt eine Szene, in der die wichtigsten Figuren den finalen Schlachtplan besprechen. Dabei kommen zwei Erkenntnisse heraus. Man braucht Weise Nummer 5 und das Masterschwert. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich aber beides schon und das sorgt in den Dialogen mit den NPC auch für einige Verwirrung und Begeisterung bei den Figuren. Fünftens, das Ende. Zum einen der Kampf gegen Ganondorf. Seine Überheblichkeit in Phase 1, die schier endlos wachsende Energieleiste zu Beginn von Phase 2, seine Kopie von Links wohl mächtigster Kampftechnik in Phase 3 und vor allem das absolut epische finale Duell in der Luft. Als Ganondorf nach seiner Niederlage Zelda nacheifert, um die Welt endgültig zu zerstören, als Zelda dazustößt und Link aus seiner misslichen Lage befreit und so das Blatt doch noch wendet, als Link den von Sonja geklauten Mysterienstein aus dem Schwarzdrachen herausschlägt, als er das schafft, was ihm am Anfang misslingt, indem er Zeldas Hand im Sturzflug erwischt und die beiden anschließend gemeinsam begreifen, dass sie es geschafft haben. Und als dann noch die Abschlusssequenz mit allen Weisen am Tempel der Zeit zu Tränen rührt, war es um mich geschehen. Bestes Ende. Oder was meint ihr?